So, hi Leute, willkommen zu einem neuen Projekt, The Legend of Zelda, A Link to the Past. Ein Spiel, das ein bisschen klassischer ist, aus der alten Zeit, Super Nintendo und Co., ne? Vor langer Zeit, so erzählen die Legenden von Hyrule, gab es einst die goldene Macht. Triforce. Sie soll allmächtig und in einem verborgenen Land sein, dessen Eingang in Hyrule ist. Viele drangen verzweifelt und erbittert in dieses Land ein, doch sie kehrten nie zurück. Jedoch eines Tages begann das Böse aus dem geheimnisvollen Land herauszuströmen. Der König von Hyrule befahl den sieben Weisen, das Tor zu diesem Land zu versiegeln. Das Siegel sollte bis in alle Ewigkeit ungebrochen bleiben, um das Böse zu verbannen. Aber mit der Zeit verblasste die Erinnerung und sie wurde zur Legende. Eines Tages tauchte in Hyrule der geheimnisvolle Zauberer Aghanim auf. Er plante, das Siegel zu brechen und verzauberte den guten König von Hyrule. Mit Hilfe seiner dunklen Magie wollte er die sieben Mädchen entführen, die alle direkte Nachfahren der sieben Weisen waren. Eine nach der anderen. Prinzessin Zelda, eine der sieben Nachfahren, wird die nächste sein. Nicht, wenn wir das verhindern können. So, und dann fangen wir mal ein Spiel an. Tülü. Als erstes geben wir uns einen Namen. Ich werde schauen, dass ich hier ein bisschen schneller durchkomme. Sauber, das hier habe ich schon mal selber ein bisschen gespielt, so Tülü. Aber wir fangen ein neues Spiel an. Hilfe, bitte hilf mir. Ich bin es, Zelda. Ich werde im Verlies der Burg festgehalten. Ich habe furchtbare Angst. Aghanim hat die Burg voll unter seine Kontrolle gebracht und er versucht nun alles, um das Siegel der sieben Weisen zu brechen. Deshalb hat er den anderen sechs vermissten Mädchen etwas Schreckliches angetan. Nur ich bin noch übrig. Hol mich doch endlich hier raus. Hilfe! Balas, ich gehe kurz fort. Am Morgen bin ich zurück. Bleib im Haus. Verstanden? Alles klar. Im Haus bleiben. Mach ich. Ich hab noch nie gehört. Auf dich, alter Mann. So, zuerst nehmen wir mal die Lampe mit. Und dann machen wir uns auf den Weg ins Abenteuer. Ja, das ist Zelda. Ein Klassiker, ne? Klassisches Abenteuer. Falls man es noch nicht kennt, also es ist... sehr schöne Reihe, also kennt man bestimmt, allerdings eher die neueren Ableger, die jüngeren werden eher die älteren Teile, wie sie jetzt hier A Link to the Past oder wie hieß es denn, Link's Awakening und sowas wahrscheinlich gar nicht mehr kennen oder nicht live gespielt haben, behaupte ich mal. So, huch, da ist ja ein geheimer Eingang, runter da. Und in Vorbereitung dessen, dass ja irgendwann demnächst, glaube ich, müsste es rauskommen, A Link Between Worlds, also das 3DS-Fortsetzungsteil-Dingens für diesen Teil, rauskommt, habe ich mir gedacht, machen wir hier mal was. Ah, Balas, ich wollte dich nicht mit in diese Sache hineinziehen. Aber warum hast du nicht auf mich gehört und bist im Haus geblieben? Hier, nimm mein Schwert und das Schild und hör mir genau zu. Unser Volk alleine
besitzt das geheimnisvolle Schwert mit besonderen Kräften. Heute den B-Knopf gedrückt, bla bla, ja. Bitte Balas, hilf mir, mein Ende ist gekommen. Hilf mir, mein Ende ist gekommen. Rette die Prinzessin. Sie hat nur noch dich. Ah, mein Ende naht. Die Prinzessin, du bist ihr. Tja. Ist ihm da der Mund aufgeklappt gerade? Hab ich das gerade richtig gesehen? Das ist nicht lustig. Unser, ich glaube, Onkel muss das ja sein. Wenn mich nicht alles täuscht, ist gerade gestorben. Hilfe, lass mich in Ruhe. Böse Wächte. So. Und dann, wir wollen ja schnell durch, ne? Weil schnelle Abenteuer sind richtig klasse. Machen wir erstmal so. Piu. Ja, ich mach's nicht normal, sondern ich mach hier ein bisschen, Cheaten, Glitchen, wie auch immer. Weil ich's lustig finde. Das hab ich jetzt heute zufällig gefunden und hab mir gedacht, so, ey, das machst du mal mit. Schauen wir mal, ob das klappt, ob wir es hinkriegen. So, jetzt müssen wir hier nämlich lang gehen, ohne von den Wachen getroffen zu werden. Wir dürfen keinen Schaden kriegen. Bis zu einer bestimmten Ecke in der Hütte. Das hat ja schon mal ganz gut geklappt hier. Lasst mich alle in Ruhe. So. Dann gehen wir hier hoch, hier nach links. Dann haben wir es schon fast geschafft. An die Wand gehen, nach links drücken und zack, sind wir in der Wand drin. So, jetzt gehen wir hier noch weiter nach oben. Ja, so einfach kann man selber durch. So, schauen wir mal. So, jetzt gehen wir nach rechts rüber. Okay, noch ein Stück. So. Und jetzt sind wir auf dem besten Pfad. Jetzt geht's einfach nur noch gerade nach oben. Juhu. So. Bisschen durch verschiedene Räume durch. Fallerie, fallera. Ich kann euch nicht genau erklären, womit das hier alles zusammenhängt. Dass das alles so ein bisschen, weil es alles auf einer Map praktisch gemacht ist und alles ein bisschen verknüpft und so. Ein bisschen komplizierter Scheiß. So, da haben wir ein tiefes, tiefes Loch. Mein Gott. Und jetzt sind wir auch schon fast durch. So, da haben wir Aghanim. Nee, Ganon. Na, ihr wisst schon. Und! Yay! Damit sind wir durch. Das war einfach. Sei willkommen, Balas. Ich bin das Wesen des Triforce, die goldene Macht. Das Triforce wird dem Wesen alle Wünsche erfüllen, welches es berührt. Auch wenn sie dafür nicht gekämpft haben und nichts geleistet haben. Ach nee, handelt es sich dabei um jemanden mit reinem Herzen, werden gute Wünsche wahr. Handelt es sich aber um jemanden mit dunkler Seele, werden böse Wünsche wahr. Nein, heißt das, ich bin böse? Je stärker der Wunsch, umso mächtiger die Erfüllung dieses Wunsches durch das Triforce. Ganon wollte die Welt erobern. So wurde aus dem goldenen Land die Schattenwelt. Hier konnte Ganon seine Macht vergrößern, mit dem Ziel, auch Hyrule zu erobern. Doch du hast Ganon besiegt, seine unheilvolle Macht und die Schattenwelt verschwanden. Das Triforce ist bereit für seinen neuen Gebieter. Halte diese Macht in deinen Händen. Berühre das Triforce mit einem sehnlichen Wunsch in deinem Herzen. Oh, bling, so. Randa. Jetzt haben wir natürlich auch einen leicht verglitschten Abspann. Zum Beispiel regnet es überall, obwohl es eigentlich nicht regnen sollte. Die Rückkehr des Königs. Herr der Ringe, Hyrule's Schloss. Ja, auch hier die Farbgebung ist, glaube ich, nicht ganz hundertprozentig korrekt, behaupte ich mal. Es ist auch ewig her, dass ich mal gespielt habe. Hier seht ihr, da bewegen sich die Wände mit. Aber egal. Dafür haben wir den Abspann. Sehr gut.
Sahasralas Heimkehr in Kakariko. Eine Stadt, die wir so nie gesehen haben. Die Geier in der Wüste, auch den Wüstenpalast, bekamen wir nie zu Gesicht. Aber die epischen Bosskämpfe sind mir schon im Kopf hängen geblieben, als wir zum Beispiel das eine Mal gegen den, und im Bergpalast hier oben. Ah, das war also legendäre Kämpfe, also an die Schlachten erinnert man sich einfach, ne? Dein Onkel, Onkel ist es gewesen, ha, siehste, er ist genesen. In meinem Zuhause. Yay! Ja, wir haben auch nie das Schwimmen gelernt, obwohl man es eigentlich bräuchte. Aber egal. Schwimmen wird überbewertet. Die Hexe und ihr Schüler im Magieshop. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich freue mich ja schon auf den nächsten Zelda-Teil hier. A Link Between Worlds. Ja, genau. A Link Between Worlds. Ich glaube, das wird ziemlich cool. Auch so diese klassische Welt hier, den alten Teil nochmal wieder neu zu sehen. Also die Welt, was inzwischen da passiert ist. Das wird episch. Die Königin der Feen. Am Brunnen der Wunder. Eine Frau, der wir nie begegnet sind und niemals Geld gespendet haben. Obwohl man sich da seine Lagerplätze sehr gut erweitern konnte. Für ein bisschen Kleingeld. Die wackeren Schmiede. Die Dorfbewohner in Kakariko. So halb leuchtet sie. Jawohl. Ach ja, schön, wie wir das beendet haben, finde ich. Das ist auch so ein bisschen handlich und geht schnell. Ohne lange drüber nachzudenken, haben wir das einfach mal schnell locker aus dem Handgelenk. Nein, aber wir werden natürlich noch ein anderes Spiel machen, was ich auch zufällig gefunden habe, als ich da mal ein bisschen die Gegend durchforstet habe. Das werde ich hier auch mit der Folge hier gleichzeitig hochladen. Also, es läuft nicht immer so. Ich habe das eben, wie gesagt, nur lustigerweise so gefunden und fand es richtig gut. Da wollte ich euch dran teilhaben lassen. Ich kann aber auch echt nicht sagen, wie Leute auf sowas rausfinden. Das ist... keine Ahnung. Muss man da selber Programmierer sein und sich da in den Code rein hacken, dingsen? Ich weiß es nicht. Ja, gleich kriegen wir hier die Programmiererliste, Produzenten und so weiter. Und es regnet auch im Abspann. Stillstehender Regen. Was? Regie? What the fuck? Der Autor. Das verstehe ich ja noch, dass jemand eine Geschichte dazu geschrieben hat, die wir freundlicherweise komplett geskippt haben. Es tut mir leid, aber da stehen wir drüber. Ich meine, ich habe nur Spielmechaniken ausgenutzt und nicht etwa Geschummel. Nein, würde ich nie machen. Ach ja, so. Ne, da kommen immer noch mehr. Alter, haben früher viele Leute an diesem Spiel mitgearbeitet. Naja, aber um ernsthaft zu sein, früher, wenn man sich das anschaut, da ist ja gar nichts, was, wie viele Leute mitgearbeitet haben, beziehungsweise wie wenig. Heutzutage, vergiss es. Du bist ja dumm und dämlich dabei. Bei den Massen und Mengen an Leuten, die an so einem Spiel mitarbeiten. Dann hast du Synchronsprecher und was weiß ich. Tausende Leute.
8 Leute. Ja, schauen wir mal. 8 Leute haben es programmiert. Siehst du, also ja, 8 Leute, ja. Heutzutage, das sind das ganze Studios, die an so einem Spiel arbeiten. So 3-4 Studios zusammengeschmissen und dann... für einen großen Publisher, für Ubisoft, müssen diese 5 Studios jetzt ein Spiel machen. Bam! Neues Spiel. Und hier... 8 Leute, passt! Aber nichtsdestotrotz, Zelda ist eine großartige Reihe, das muss man wirklich sagen. Und, ja. Das kann man nicht anders sagen, das ist einfach so, gell? Ich krieg's nicht hin. Besonderen Dank an Aja. Jetzt lohnt es sich selber, weil sie... Ach nee, da ist sogar noch eine. Weil sie es übersetzt haben. Behaupte ich. Ja. Das war ein kompletter Abspann. Warum geht das heutzutage nicht mehr so? Was? Spielverlauf? Ort, Spiele... Was? Ausballast, Mistballast. Hä? Level 1 Schattenwelt, Level 2, ah, okay, das sind hier irgendwie die verschiedenen Dungeons, what? Echt, gab's da echt irgendwas an Punkten, oder was man da gekriegt hat? Sieh mal, die Zeit ist liegt viel zu weit zurück. Ich kann mich an vieles nicht mehr erinnern. Ganon's Turm. Na, das haben wir einmal gemacht. Versuche insgesamt einer. Gute Arbeit. Ende. So, passiert jetzt noch was? Sieht nicht so aus, oder? Ja, also ich würde sagen, das war das. Wir haben einen Versuch insgesamt gebraucht. Und wir sehen uns dann bei dem nächsten Projekt. Nachdem wir das so episch durchgespielt haben. Bis dahin, Leute. Ciao.